Hi Leute, da sind wir wieder und heute machen wir ein Rezept und zwar machen wir ein Rezept aus dem asiatischen Bereich, aus dem asiatischen Zutatenraum. Ja, und warum mache ich das? Habe ich einfach Lust drauf. Ich habe das letzte Mal vor 8 Jahren gegessen. Ja, 8 Jahre müssen es sein, da war ich damals 20. Und ich habe das Rezept von ehemaligen Kumpels von mir, also ehemaligen Kollegen, das ist vom Harp und vom Markus, die haben früher eine Heavy Metal Bar gehabt. Ich habe früher Punkrock und Heavy Metal gehört, heute nicht mehr so. Und ich habe das da mal gegessen in dem Laden und das war super, super lecker. Und ich habe mir erst gedacht, das kann ich mal wieder machen. Es ist, wie gesagt, schon 8 Jahre her und ich wandle das aber leicht ab. Ja, und was ich daraus jetzt mache, wie ich es kreiere, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, das zeige ich euch dann jetzt und vielleicht habt ihr auch einen passenden Namen dafür. Das könnt ihr mal dann in die Kommentare schreiben, das würde mich echt freuen. Und ich starte dann direkt mal. Wir starten mit einer Knoblauchzehe, die wir einmal schälen werden. Und die werden wir dann gleich einmal fein würfeln. Ihr könnt jetzt schon mal eine Pfanne auf den Herd geben und die vorheizen, weil wir gleich die Hähnchenbrüste noch in Streifen schneiden werden und mit dem Knoblauch anbraten werden. Dann nehmen wir hier noch einen Teelöffel Koriander und den zermahlen wir einmal. Dann habe ich jetzt hier pro Person eine Hähnchenbrust. Und die schneide ich dann einfach in dünne Streifen. So, und diese würzen wir dann einmal mit Salz. Wo habe ich Salz? Hier habe ich Salz. Einmal komplett alles mit Salz würzen. Und ruhig ordentlich. Und dann haben wir hier unseren Koriander. Den geben wir einmal rüber. Aber nicht alles. Wir können gleich noch ein Stück zum Schmecken verwenden. Das war abschmecken für die... ja, für das ganze Menü. Und jetzt einfach alles einmal schön durchgehen mit den Fingern, dass sich alles vermengt, also genug Salz an alle Stücke rankommt, weil ich habe ja nur von einer Seite gewürzt und alles Koriander sich verteilt. Und Koriandersamen, die haben so eine schöne zitronige Frische. Das kann ich euch nur empfehlen. So, was ich jetzt noch machen werde, ich habe ja hier mein Fleisch, ich habe jetzt hier eine aus meinem selbst angebauten Chilis, eine kleine Chili. Und ihr seht es hier, die ist getrocknet. Und ich nehme nur eine kleine, weil die hat so viel Schärfe, die hat so viel Schärfe, die haut so rein, das reicht für 2 Personen. Ihr könnt es so machen, wie ihr möchtet. Also ich würde sagen, eine Chili pro Person, beziehungsweise eine halbe Chili pro Person, so eine ganze Chili für 2 Personen. Aber ihr müsst es dann entweder abschmecken und wenn ihr es für Gäste macht, müsst ihr gucken, ob ihr die Gäste gerne scharf essen oder nicht. Weil sonst versaut euch das ganze Gericht. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen nehme ich jetzt hier ungefähr die Dosis von einer halben Chili pro Person. So, jetzt habe ich hier meine Pfanne. Und ich habe ja schon etwas neutrales Pflanzenöl reingegeben. Ihr seht es vielleicht, ihr seht auch mich. In der Spiegelung. Und jetzt geben wir unser Fleisch da rein. Ihr könnt natürlich auch Sesamöl nehmen, würde auch gehen. Aber ich nehme jetzt hier neutrales Öl. Wie ihr hier seht, habe ich das Fleisch schön gold angebraten. Gebe jetzt den Knoblauch dazu, aber nur für kurze Zeit. Das wird jetzt zu braun. Und dann gießen wir alles mit Wasser an. So, nun habe ich hier Zitronengras. Und ich werde es einmal heraus befreien. Und dann nehmen wir uns eine schöne Stange, schneiden einmal die Enden ab und einmal hier oben das Stück und machen jetzt Folgendes. Wir schälen einmal die trockene Haut außen ab. Die möchten wir nicht. Wir nehmen unser Messer, legen es flach drauf und drücken es einmal runter. Weil wir so das Aroma optimal rausbekommen. So, solche Schläge passiert es auch. Und das geben wir jetzt einfach alles zu unserem Fleisch. Dazu teile ich das einmal noch mal kurz, weil es sonst zu sperrig wird für die Pfanne. So, und ich lege es direkt runter auf den Boden. Ein bisschen Wasser ist ja noch drin. Habe ich ja gesagt, geben wir dazu.
Und das geht alles wieder auf den Herd. Nun geben wir noch Sojakeimlinge, Mungobohnen und Bambusstücke, Bambussprossen dazu. In die Pfanne zu dem Fleisch und der Frühlingszwiebeln, Zitronengras. Und lass alles noch einmal mitschmoren. So, nicht wundern, ich habe diese hier sauber gemacht. Und da geben wir ungefähr, ja, nicht ganz so viel, 2-3 Esslöffel von den Sojasprossen dazu. Das gleiche von den Mungobohnenkeimlingen. Und dann noch von den Sojabohnenkeimlingen das gleiche. Nun nehmen wir noch Kokosmilch. Ich habe keine Kokosbiomilch bekommen, ich weiß nicht mehr bei DM. Ansonsten reicht auch das hier. Wir brauchen ungefähr ein Dreiviertel Pott hiervon. Und den geben wir jetzt auch einfach in die Pfanne dazu. Das zeige ich euch dann jetzt. So, und wenn ihr wollt, könnt ihr es einmal durchrühren. Das setzt sich ja manchmal ab. So, jetzt verrühren wir das alles. Und lassen das alles weiter einmal aufkochen. Aber bevor wir das machen, geben wir noch den restlichen Koriander dazu. Heben das auch noch einmal unter. Und wie gesagt, alles ab auf den Herd. So, jetzt müssen wir nur noch einmal alles abschmecken, da die Kokosmilch doch sehr viel Geschmack rauszieht. Ja. So, der Reis ist auch fertig. So, einmal ordentlich Pfeffer rein und auch ordentlich Salz. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen mit Chili ausgleichen. Damit alles noch ein bisschen ticken gelbliche Farbe bekommt, nehme ich ein bisschen Kurkuma. Gebe das einmal dort rein. Und wie gesagt, einmal alles vermischen. Das Zitronengras entferne ich natürlich jetzt hier einmal. Es hat seinen Dienst voll und ganz getan. So, und es ist ein wunderschönes Gericht jetzt. Reis ist fertig, habt ihr gerade gehört, und jetzt einfach nur noch serviert. So, ich gebe Reis einmal hier rein. Ich mache in der Mitte eine kleine Kuhle, ihr seht es. Ich nehme noch ein bisschen was für den Rand. So, und gebe jetzt hier ein wunderschönes Gericht. Einmal drauf, einmal rein in die Mitte. Etwas von der Soße oben drauf. Dass alles mal schön Glanz erhält. Von der Soße. So, und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat dieses leckere Rezept gefallen. Und ich hoffe, ihr macht's mal nach und schreibt's mir in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Teilt's natürlich auf Facebook, Twitter, überall. Ja, und ich bin damit raus und sage da mal bis zum nächsten Video.